Wir labern nicht von Technik. Wir machen Technik. Ich bin Nina, ich bin 17 Jahre alt und ich bin hier in der 12. Klasse des TG Mechatronics. Ich bin Micha, 19 Jahre alt und auch am TG Mechatronics. Und jetzt zeigen wir euch unser Schulhaus. Jetzt sind wir im Aufenthaltsraum. Ihr könnt hier eure Mittagspause verbringen, in den Hohlstunden eure Hausaufgaben machen oder einfach mal essen. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam den Film an. So. Ah, hier seht ihr meine Klasse im Deutschunterricht. Wie ihr seht, haben wir alle Tablets auf dem Tisch, denn bei uns werden Tablets normal im Unterricht genutzt. Jedoch versuchen wir so schnell wie möglich auf Convertibles umzusteigen, denn diese sind einfach leistungsfähiger und besser für den Unterricht bei uns am TG Mechatronik. Ich glaube, wir sind jetzt auf dem Weg zur Sporthalle. Natürlich haben wir auch Sportunterricht. Schließlich machen wir ein ganz normales Abitur. Wir haben zwei gut ausgerüstete Sporthallen und neuerdings sogar einen Kraftraum. Den zeigen wir euch jetzt mal kurz. Wie ihr gerade gesehen habt, haben wir am TG auch normale Fächer wie zum Beispiel Deutsch, Mathe, Englisch oder Religion. Dies liegt einfach daran, da wir nach diesen 3 Jahren ein allgemeinbildendes Abitur bekommen. Und jetzt zeigen wir euch die Fächer, die bei uns am TG Mechatronik ganz besonders sind. Dazu gehören Maschinenbau, mechatronische Systeme und Elektrotechnik. Und da gehen wir jetzt hin. Nun betreten wir die heiligen Hallen der Elektrotechnik. Hier findet jetzt gerade der Elektrotechnikunterricht statt. Als Einstieg nutzen wir das Quizspiel Kahoom. Dann kommt neuer Lernstoff. Hier ist es die RL-Schaltung an Gleichspannung. In der 12. Klasse hatten wir bisher den Operationsverstärker und die RC-Schaltung. Danach soll es mit der Wechselspannung weitergehen. Zunächst erarbeiten wir den neuen Stoff theoretisch. Anschließend nutzen wir die Simulationssoftware Multisim, um unsere Schaltung zu simulieren. Wenn die Schaltung soweit funktioniert, bauen wir diese auf. Hier wird gerade mit dem Oszilloskop der Spannungsverlauf der Spule gemessen. Auch in der 13. Klasse wird noch sehr praktisch gearbeitet. Hier zum Beispiel wird der Drehstrom-Asynchronmotor, ein Modell davon, aufgebaut und man kann im Hintergrund, wie man sieht, verschiedene Messungen durchführen und sich so selbst das Wissen aneignen, wie so ein Drehstrom-Asynchronmotor funktioniert. In unserem Profilfach haben wir auch Maschinenbau. Hier lernen wir unter anderem, wie man eine Konstruktionszeichnung erstellt. Wir zeichnen die Konstruktionsteile und können dann diese auch mittels einem 3D-Drucker ausdrucken. Das können wir in Jugendforsch gut für die Entwicklung und Erstellung von Konstruktionsteilen verwenden. Ich gehe hier gerade ins Steuerungstechniklabor. Wir sehen hier die 11. Klasse, die das Fach Mechatronische Systeme hat. Dies ist ein Teil des Profilfachs Mechatronik. Hier sehen wir einen Zylinder, der elektropneumatisch angesteuert wird. Auch in diesem Fach entwickeln wir zuerst auf Papier, simulieren dies dann auf dem PC und anschließend bauen wir es auf. Allerdings kann auch hier manchmal beim Aufbauen was schief gehen. Auch in diesem Fach wird für eine bessere Betreuung in Klassenteilung unterrichtet. Das Fach Informatik ist in jedem Profil anders. Es gibt allgemeine Teile wie das Entwickeln von Internetseiten oder Datenbanken. Doch bei uns am TG Mechatronik legen wir den Schwerpunkt auf Mikrocontrollerprogrammierung und Internet of Things. Nachdem wir in der 11. Klasse Internetseiten erstellt und programmiert haben, fangen wir in der 12. Klasse mit Mikrocontrollerprogrammierung an. Wir starten mit einem elektronischen Würfel und programmieren ein Würfelspiel. Die Programmierung der RGB-Stripes erfolgt mit einem PWM-Signal. Das Handy ist über Bluetooth mit dem Mikrocontroller verbunden. Der hier zu sehende Ultraschallsensor wird vom Mikrocontroller ausgelesen. Dieser berechnet die Entfernung und gibt diese über USB an den PC weiter. Später nutzen wir den Mikrocontroller zur Aufnahme von Messdaten, die wir mit dem ESP über WLAN auf den Webserver schicken. So werden die Informatikinhalte der 3 Jahre nochmals in einem Projekt wiederholt. Außerdem gibt es noch das Fach Sondergebiete der Technik.
Dies ist in zwei Teile aufgeteilt. Zum einen in der 11. Klasse ist Werkstattunterricht, in dem ihr einen Fahrradlift baut. Und in der 12. Klasse fangt ihr dann an, Platinen zu erstellen. Und wer sich mal richtig austoben will, der kann in die Jugendforscht AG. Denn wir sind eine der erfolgreichsten Jugendforschschulen in ganz Baden-Württemberg. Komm, ich zeige euch nur ein paar aktuelle Projekte. Hier seht ihr die Jugendforscht AG. Hier erarbeitet man selbstständig in Kleingruppen ein ausgewähltes Projekt. Die Projekte, die ihr hier gerade seht und ältere, könnt ihr euch auf der Homepage der Schule anschauen. Bei diesem Projekt werden alle wichtigen Aspekte des TG Mechatronics vertieft. Hier werden die Fähigkeiten für das Programmieren, Erstellen und Bauen von Konstruktionsteilen und die Erstellung von Schaltplänen benötigt. Durch das selbstständige Arbeiten lernt man, wie man effizient in Gruppen zusammenarbeitet und ein Projekt richtig plant. Wesentlich dabei ist das Projektmanagement. Mein Projekt ist die Lawinendrohne, welche schneller nach Verschütteten sucht. Da diese aber leider noch nicht ganz fertig ist, fliegen wir jetzt mit der kleinen Drohne. Drohne fliegt jetzt. Micha, wo sollen wir hinfliegen? Also, ich hätte mal Lust, die Werkstatt zu sehen. Wir gehen jetzt in die Werkstatt. Auf der rechten Seite sind unsere brandneuen Drehmaschinen, die wir bekommen haben. Hier in der Werkstatt findet in der 11. Klasse der Maschinenbauunterricht statt. Alle Themen wie Bohren, Feilen, Drehen und Fräsen, die wir im Theorieunterricht gelernt haben, vertiefen wir im Werkstattunterricht. Hierbei werden natürlich auch die Sicherheitsvorschriften beachtet. Und ein persönlicher Tipp von mir: zieht eure Sicherheitsschuhe an. Ja, ich halte unser TG Mechatronik für besser als die anderen, weil wir ab der 11. Klasse Teilungsunterricht anbieten. Also ab der 11. Klasse wird die Klasse in Mechatronik geteilt, dass man also immer nur mit einer Hälfte arbeiten kann. Das gibt mir den Vorteil, dass ich immer in der Theorie und Praxis sofort im gleichen Raum auch so, machen kann, wie es gerade passt und nicht, wie das irgendwie vom Stundenplan her gehen könnte, sondern ich kann spontan entscheiden, wenn es da Probleme gibt, kommt, schaut euch das an, misst es mal nach. Dann haben wir die individuelle Förderung, die auch in der 11. Klasse extra dafür da ist, weil, ich sag mal so, die TG Mechatronik-Schüler sind bekannt, dass sie unheimlich motiviert sind, also zumindest für ihre PC-Spiele, ja, also sie verbringen sie die Nächte fast durch mit den Hausaufgaben und sowas, nicht wirklich. Und deswegen haben wir sowas wie eine individuelle Förderung eingeführt, wo sie dann halt in Gruppen, in kleinen Gruppen unter Aufsicht dann ihre Hausaufgaben machen sollen. Zumindest einen Teil der Hausaufgaben. Ja, ansonsten haben wir natürlich eine super Ausstattung hier. Eigentlich alles, was man als Lehrer haben möchte, kriegt man eigentlich auch. Darf man gar nicht so laut sagen. Also unter anderem ist jetzt auch im Gespräch, dass wir jetzt die Schüler alle Convertibles kriegen sollen im TG Mechatronik, dass die halt schon früh auch mit den ganzen Software-Tools, die wir hier arbeiten, da hilft ein iPad halt eigentlich nicht, sondern es muss dann schon so eine Art Laptop sein, damit sie das auch alles dann auch zu Hause machen können. Das ist immer ein wichtiger Punkt, dass alles auch zu Hause gemacht werden kann. Ja, ansonsten haben wir natürlich auch guten Kontakt zu den Firmen. Auch den Firmen ist aufgefallen, dass bei uns einiges passiert, gerade im Zusammenhang mit dem Jugendforscht, sodass wir zum Beispiel immer einen Windtag anbieten, wo die Firmen sich immer präsentieren. Und wir haben auch eine enge Kooperation mit der Firma Trumpf, dass Schüler dorthin gehen, Teile fertigen, CAD-Programme nochmal vervollständigen, verbessern. Ja, und so weiter. Ja, ansonsten haben wir natürlich auch noch, habe ich das Feedback von den ehemaligen Schülern noch, die dann sagen, dass es denen echt was geholfen hat und dass sie die ersten Semester so ganz gut überstanden haben.
Die mussten nur aufpassen, wann kommt was Neues und wann muss ich wieder konzentrierter der Vorlesung folgen. Ja, und deswegen glaube ich, dass wir eigentlich wirklich ein gutes TG-Mechatronik hier haben. Und besonders, was glaube ich der wichtigste auch oder ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist die Umgangsform zwischen Schüler und Lehrer oder die Kommunikation und das Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer. Und das halte ich für hier außerordentlich gut. Und deswegen kann ich nur sagen, ich glaube schon, dass wir einer zu den besten Schulen hier gehören, im TG Mechatronik. Danke. Wir haben für euch noch ein paar Interviews geführt mit Schülern und ehemaligen Schülern, damit ihr noch ein bisschen einen besseren Einblick in unsere Schule bekommt. Ja, ich hätte einfach Lust drauf. Ich wollte was anderes als das normale Gymnasium, also bin ich aufs TG gegangen. Ich habe bei einem Tag der offenen Tür gesehen, war hier ganz super. Und ich fand es einfach, die ganzen Vorträge und was man alles hier lernen würde, einfach perfekt. Ja, bei mir kam auch eine Ausbildung noch nicht so ganz in Frage. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich möchte noch weiter gucken. Und Herr Haas hat seine Vorstellung sehr gut gemacht gehabt. Und dann habe ich mich auch für das TG entschieden. Termingerecht arbeiten und lernen, das ist ganz wichtig. Also auch fürs Studium, wenn man welche Fristen einzuhalten hat, dass man sich die Zeit vorab nimmt, um sich gut darauf vorzubereiten. Das ist schon eigentlich ein elementarer Punkt, den man hier gelernt hat. Aber auch ganz, ganz wichtig das Projektmanagement. Das ist später sehr wichtig fürs Berufsleben, was alles zum Projektmanagement dazugehört. Planen, richtiges Zeitmanagement, richtige Dokumentation und auch Ressourcenmanagement. Das klingt vielleicht nicht nachvollziehbar für die, die noch nicht hier waren, aber man kann auch nach der Schule hier sich noch aufhalten und wirklich viel Spaß haben. Also gerade Jugendforsch war wirklich sehr bereichernd durch und durch. Definitiv, zum ja. Glück. Ja. Nee, definitiv nicht. Also kommt aus Tee. Ich bin echt froh, dass ich hier war. Das sind jetzt 3 Jahre, wo man nicht mehr zurückbekommt und die sind auch ziemlich unvergesslich, vor allem mit unserer Klasse gewesen und auch mit den Lehrern, wo wir haben. Schon, ja. Ja, in unserer Klasse sind tatsächlich 8 Mädels. Ich glaube, ich bin nicht wirklich qualifiziert, das zu beantworten. Also die Chancen bei uns am TG Mechatronik aufgenommen zu werden, sind sehr gut. Sie müssen eigentlich nur die Voraussetzungen erfüllen. Voraussetzungen für Realschüler sind, dass sie in den Kernfächern Mathe, Deutsch und Englisch die Durchschnittsnote mindestens 3,0 haben. Und für Schüler, die aus dem Gymnasium kommen, entweder aus der 9. oder 10. Klasse, haben auch bei uns sehr gute Chancen aufgenommen zu werden. Bis jetzt ist es so, wir haben alle Schüler aufgenommen, die sich bei uns auch beworben haben in den letzten 10 Jahren. Ob es jetzt in Zukunft immer so klappt, kann ich natürlich nicht sagen, aber die Chancen sind sehr gut.
Wir labern nicht von Technik. Wir machen Technik.